Was geht, Jenny? Wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für das große Drama-Ranking Season 2. Yeah! Für alle Leute, die neu sind, es gibt schon eins dieser Videos, in denen ich mostly die chinesischen Dramen ranke, die meine Mutter und ich zusammen geguckt haben. Da sind, ich glaube, eine koreanische Sendung müsste dabei sein. Und danach haben wir Season 2 gestartet und da habe ich dann nur noch über die neuen 10 Sendungen, die wir geguckt haben, gesprochen. Und das hier concludet jetzt diese Staffel. Ich werde euch die definitive Rangfolge, die ich für diese Sendung habe, sagen. Ich werde sie mit euch teilen. Ich werde Unterkategorien mit euch besprechen. Die sind ein bisschen anders als in einem anderen Video, sage ich euch gleich was zu. Und dann werde ich euch mein Ranking sagen, also mein Herzensranking. Und das Ranking, das die Sendungen haben, nach Punkten. Also es ist so, wir haben 5 Kategorien diesmal. Ich glaube, das letzte Mal waren es 7. Warum es weniger sind, erkläre ich euch gleich. Ja, und je nachdem, sagen wir mal, du bist Platz 7, dann gibt es 3 Punkte für dich. Und diese Punkte werden dann zusammengerechnet und so kommt dann das Ranking nach Punkten, wie gesagt. Aber das richtige Ranking, was zählt, ist das, was ich euch auch schon in den anderen Serienvorstellungen immer genannt habe. So, warum haben wir 2 Kategorien weniger als letztes Mal? Das liegt daran, dass ich diesmal mostly koreanische Sendungen geguckt habe. Es ist ein chinesischer Film dabei und eine chinesische Sendung. Der Rest ist alles koreanisch. Und da musste ich die Kategorien ändern. In chinesischen Dramen ist es relativ präsent gewesen, dass man halt meistens Liebesdreieck hatte. Nicht immer, aber meistens. Und man hatte oft ein Second Pairing, also dass man in den Nebencharakteren noch ein Pärchen findet, auf das man sich halt voll versteifen kann und was wichtig ist und was viel Screentime und so bekommt. So, das ist in Korea nicht der Fall, zumindest war das nicht der Fall in den Sendungen, die wir geguckt haben. Natürlich gab es manchmal auch da Second Pairings, aber halt nicht immer. Es gab sie nicht oft genug, als dass ich das in die Kategorie mit einzählen konnte. Und dementsprechend fallen Liebesdreiecke weg und die Second Pairings und die Musikkategorie, die fällt ebenfalls weg. Die funktioniert auch nur in China, weil die chinesischen Sendungen halt logischerweise ein Intro-Lied haben und manchmal auch ein Outro-Lied und dann in der Sendung an sich laufen viele Lieder. In der Sendung an sich haben natürlich auch koreanische Sendungen Lieder, aber weniger davon haben ein richtiges Intro und da ich das meistens bewertet habe, fällt es hier auch raus. Ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Dadurch, dass es kein Second Pairing und kein Liebesdreieck-Kategorie gibt, reden wir da in der neuen Kategorie Cast of Characters drüber. Und je nachdem, wie viele Sendungen ich das nächste Mal gucke, die entweder koreanisch oder chinesisch sind, sind dann auch die Kategorien anders, über die wir hier sprechen. Also vielleicht gucke ich jetzt wieder super viele chinesische Sendungen, dann gehen wir zurück zu den Kategorien, die wir in der ersten Staffel hatten. Ja? Okay, gut. So, ich würde sagen, wir fangen an. In dem ersten Video, was so war wie dieses hier, habe ich euch immer nur das Plakat der Sendung eingeblendet, aber diesmal bemühe ich mich, die Charaktere einzublenden. Ist zwar mehr Arbeit, aber was ganz. So, fangen wir also bei den Heroes an, würde ich einfach mal sagen. Platz 10 ist, Yehua aus Once Upon a Time. Mir ist auch aufgefallen, dass es einfach unfair ist, einen Film hier mit reinzuziehen, weil der fast die ganze Zeit sehr, sehr schlecht bewertet ist, weil der logischerweise sehr, sehr viel weniger Zeit hat, in uns Gefühle zu wecken, als das die Sendungen haben. Aber ich habe das jetzt diesmal trotzdem weiter so belassen, weil ich das in den anderen Videos schon gesagt habe, dass der Film mit einbezogen wird und weil der Film an sich halt auch einfach nicht so gut war. Also der muss schon auch ein bisschen bestraft werden dafür, dass er so ist, wie er ist. Also Platz 10, Yehua aus Once Upon a Time. Der Film basiert ja auf Eternal Love bzw. The 10 Miles of Peach Blossoms. Bei der Sendung, also in dem Ranking für die Sendung für Eternal Love, war Yehua sehr, sehr viel höher anbelangt. Natürlich, weil wir haben 60 Folgen mit dem verbracht und der war auch toll. Aber dadurch, dass der Film wirklich sich überhaupt keine Mühe gemacht hat, irgendwie Sinn zu ergeben für alle Leute, die Sendung nicht geguckt haben und wir halt einfach wirklich nur 2 Stunden mit ihm hatten und er meistens halt einfach... Wir haben gar nicht verstanden, warum der so Junge so war, wie er war. Deswegen ist der Platz 10. Tut mir leid, machst du nichts. Der Schauspieler ist super, aber mehr kann ich dem Ganzen nicht geben. So, Platz 9 ist der Typ. Shu Xiang oder so. Ich werde mich bemühen, die Namen zu nennen, vorausgesetzt, ich weiß sie noch. Okay? Okay, gut. Also, das ist der Protagonist aus Legend of Whitesnake. Den mochten wir einfach wirklich nicht, ne? Der ist wirklich einfach ein Loli. Der kann nichts, der ist der schwache Part in der Beziehung, was er ja sein darf.
Aber in manchen Punkten hatte der Protagonistin einfach wirklich blind vertraut und in anderen, wo dieses Vertrauen angebracht wäre, hatte sich einfach geweigert und ne. Ne, kein Fan. Kein Fan von diesem Mann. So, dann haben wir leider Hibi aus My Country. Es tut mir leid. Es tut mir auch einfach leid. Der Junge hat uns nichts getan. Aber wir saßen sehr, sehr viel länger an My Country, als es hätte gesund sein sollen. Wir hätten einfach abbrechen sollen, haben wir aber nicht gemacht. Wir sind nicht warm geworden mit ihm. Seine Geschichte war sehr, ja, so stagnant. Es ist nicht wirklich was passiert. Der Junge hat sich nicht wirklich entwickelt. Ist ein guter Typ. Aber das reicht halt auch einfach nicht. Wisst ihr, es reicht nicht. Ja, deswegen Hibi. So, dann haben wir Habeck aus The Bride of Habeck. Ja, das Video zu der Sendung kam ja jetzt erst vor kurzem. I just don't like him that much. Er ist halt okay, ne? Während man die Sendung guckt, ist er vollkommen in Ordnung. Aber ist er unser Traumheld? Nein. Ist er jemand, den wir wirklich in jeder Sendung haben wollen? Nein. Do we really love him? Nah, not really. Also, ist er hier, ist halt okay, I guess. So, danach, wurde es schwer. Der Protagonist aus My Holy Love. Es tut mir leid, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Also, er. Ich dachte, er würde höher landen. Ich dachte es wirklich. Weil ich habe Liebe für ihn. Ich habe Liebe für ihn. Aber sein Charakter leidet zum einen dadurch, dass man ihn halt vergleicht mit Holo. Und ich liebe Holo. Ich liebe ihn. Und ich liebe ihn auch. Aber ich habe Holo mehr in Erinnerung als ihn. Dann ist es auch schon länger her, dass wir die Sendung geguckt haben. Auch wenn das Video dazu noch nicht lange her ist. Aber für uns liegen da Monate zwischen. Ja, also ich habe ihn als Charakter einfach nicht mehr so gut in Erinnerung, wie ich es gerne hätte. Aber die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, war magisch. Ich habe viel Liebe für ihn. So, dann haben wir den Typen aus Abyss. Ja, wir lieben ihn. Ich glaube, sein Name war Min. Ich glaube, Min. Charmin? Charmin kann sein. Also, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und ich habe ihn damals auch schon geliebt. Ich finde, er ist relativ ähnlich wie andere Protagonisten aus anderen Sendungen. Er ist einfach eine gute Seele. Er will doch nur das Beste für alle. Er ist ein guter Mensch. Und das war einfach super. Das war super. Ich finde, er verliert so ein bisschen was, weil er nicht immer das krasseste Rückgrat hat. Aber das entwickelt sich im Laufe der Sendung auch. Und von daher, wir lieben ihn sehr, aber er ist jetzt halt nicht unsere größte Liebe, die wir je gespürt haben. So, als nächstes haben wir den Protagonisten aus It's Okay Not To Be Okay. Moon. Kang Moon. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und ich hätte ihn auch gerne weiter oben. Ich meine, er ist ja schon Platz 4, das ist schon relativ gut. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen weiter oben gehabt, aber der Junge muss lernen, für sich einzustehen. Und das tut er im Laufe der Sendung auch, aber oft lässt er immer noch auf sich rumtrampeln und wirklich mit sich umgehen, auf eine Art und Weise, die einfach nicht mehr gesund ist. Und dementsprechend musste ich ihn so ein bisschen runterstellen, weil ich kann dem Typen von Abyss nicht sagen, der Junge hat kein Rückgrat und dann lässt der von It's Okay Not To Be Okay ebenfalls ähnlich mit sich umgehen und dann lobpreise ich ihn dafür. Das geht nicht. Also ist er Platz 4, aber ich liebe ihn. Ich habe mit wenigen auf der Liste so sehr mitgefühlt wie mit ihm. Und ich möchte nur das Beste für ihn. So, Platz 3 ist PH Lee Gong oder so aus The King Eternal Monarch, also die zweite Sendung, die wir hierfür gesehen haben. Wir lieben ihn sehr. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen an ihn. Aber alle Erinnerungen, die ich habe, sind positiv. Er liebt die Protagonistin sehr, er ist ein guter König, er ist ein funny Typ, er war gut gespielt. He's good looking. Ja, also alles in allem, mehr kann ich dazu nicht zu sagen. Einfach ein sympathischer Typ. So, Platz 2 ist Kuchek Song. Ja, von Hotel de Luna. Dass er so weit oben ist, hätte ich anfangs nicht gedacht. Aber das ist einfach darauf zurückzuführen, dass er eine gute Seele ist, wirklich ein gutes Herz. Und auf das blinde Vertrauen, das er für die Protagonistin hat. Ich habe selten eine Liebesgeschichte gesehen, in der die Protagonistin halt so der Badass ist und die wirklich was drauf hat. Aber wo auch dann der Gegenpart wirklich von Vertrauen durchdringt war. Die Protagonistin hat mehrmals gesagt, vertrau mir nicht, ich habe keinen Bock auf dich. Wenn jetzt was passiert, dann ist es dein Bier. Und er war immer so, du wirst mir schon helfen. Weil er einfach dieses Grundvertrauen, es war da und es war unerschütterlich. Und deswegen ist er auf Platz 2. Ich finde ihn sehr süß, ich liebe ihn. Und er hatte immer einen Anzug an, ey. Super, ich liebe ihn. Ja, und dann Platz 1 ist für I Hope No One Surprising, Vincenzo. Vincenzo Cassano. Consiglieri. Ah, die Kulturmöhre. Was soll ich denn tun? Ah? He's beautiful. Der ist lustig. Der ist schlau. Der tötet einfach meine
Menschen. Was ich sehr sympathisch finde. Er ist in der Mafia. Er lässt nicht mit sich umgehen wie alle anderen. Der Junge hat einen Rückgrat und... Ja, das Vincenzo Platz 1 war mir eigentlich von vornherein bewusst. Also ich persönlich bin nicht surprised. So, kommen wir jetzt zu den Heroines, also zu den Protagonistinnen. Platz 10 geht an, hab den Namen vergessen, von Legend of Whitesnake. Tut mir leid. Es tut mir leid. Sie müsste nicht so tief unten sein, wenn die Sendung nicht so sich entwickelt hätte, wie sie es halt nun mal getan hat. Sie hat als relativ sympathische Person angefangen. Ich fand sie okay. Und dann ging die Sendung immer weiter. Die Sendung ging einfach immer weiter. Und ich habe mir gedacht, wieso endet diese Sendung nicht? Und sie wurde immer schlimmer. Sie hat wirklich sich geweigert, ein normales Gespräch zu führen. Sie hat geweigert, ihre Argumente zu bringen. Sie war festgefahren in sich und das Ende war auch eine Katastrophe. Wir mögen sie nicht. So, Platz 9 ist bei Cheng von Once Upon a Time. Wie gesagt, wir hatten einfach weniger Zeit mit ihr. Das kommt ihr zugute, weil das ja für Legend of Whitesnake leider sehr schlecht lief, dass wir so viel Zeit mit ihr hatten. Und hier in dem Fall hat sie uns halt nichts getan. Ich mag ihre Serien-Counterpart sehr, sehr viel mehr als sie. Aber okay, machst du nichts. So, Platz 8 geht diesmal an die Protagonistin aus Abyss. Ich bin einfach wirklich beim besten Willen nicht warm geworden mit ihr. Überhaupt nicht. Ich habe mich ihr sehr fremd gefühlt. Sie war sehr oberflächlich. Was sie mir eigentlich hätte nah sein machen sollen, weil ich verstehe, warum man oberflächlich ist. Ich sehe mich selbst als eine relativ oberflächliche Person. Jetzt nicht zu sehr so extrem wie die unterwegs ist, bin ich nicht unterwegs. Aber grundsätzlich verstehe ich, warum Menschen oberflächlich sind. Aber die da! Wow! Wow! Wie die mit ihrem besten Freund umgegangen ist, mit meinem Mädel? Das geht nicht. Das geht nicht. Vor allen Dingen, ich verstehe halt auch nicht... Ich verstehe, dass du möchtest, dass die Person, mit der du dein Leben verbringst, dass du die äußerlich anziehend findest. Ich finde, das ist etwas, was gegeben sein sollte. Das macht absolut Sinn, das sehen wohl alle so. Aber in diesem Fall fand sie ihn ja charakterlich so unfassbar toll. Und dann habe ich nicht verstanden, wie das Aussehen so eine große Rolle spielen konnte. Und warum sie dann auf diese Art und Weise mit ihm umgegangen ist, wie sie es dann gemacht hat. Und I was just like, du bist viel zu gemein für meinen Baby, für meinen Min. Ja, und deswegen ist sie so tief unten auf der Liste. Also wie gesagt, sie hat sich noch gebessert, aber nicht genug. Nicht genug. So, dann auf Platz 7 ist ebenfalls wieder The Bride of Habeck, also Sua. Sua? Genau. Ja, ich habe ähnliche Gefühle ihr gegenüber wie für die von Abyss. Ich mag sie einfach nicht so besonders, ne? Die Arme hat mir absolut gar nichts getan. Gar nichts hat sie mir getan. Aber ich mag sie einfach nicht so gerne. Sie hatte dieses Ding am Laufen, dieses, oh, ich muss so tun, als wäre ich ein Assi. Damit Leute mich nicht ausnutzen und damit wenigstens eine Person mich an erste Stelle stellt und sowas. Und ich habe das auch verstanden, aber es hat mir nichts gegeben. Sorry. So, Platz 6 ist die Protagonistin aus My Country. Weil die einfach so unkonsistent, ach nicht unkonsistent, sie ist unkonsequent. Also die ist unwichtig. Ja, ich fühle die Liebesgeschichte zwischen ihr und Hui nicht, ich fühle sie nicht. Ich mag sie mehr als Hui. Warum? Wahrscheinlich, weil sie nicht weint. Die ist loyal. Loyal finde ich super. Die findet Hui und dann steht die auf seiner Seite für wirklich viele Jahre, obwohl die beiden sich gar nicht so nah stehen. Und solche Loyalität kann ich appreciaten. Finde ich sie super? Nein. Habe ich irgendeine gefestigte Meinung zu ihr? Nein. Aber wenigstens mag ich sie nicht. So, Platz 5 ist die Protagonistin aus My Hollow Love. Eigentlich mag ich sie sehr, sehr gerne, wenn nicht ihre schwankende Gefühlslage wäre. Sie ändert ihre Meinung, was ihre Liebe angeht, sehr schnell und auch relativ oft. Ich verstehe, die ganze Situation ist so ein bisschen verwirrend. I get it, I guess. Aber, weiß ich nicht, die Flipflop mit ihrem Gefühl wirklich mehr als erlaubt sein sollte. Aber other than that mag ich sie sehr, sehr gerne. Ich finde sie funny, ich fand sie sympathisch, ich fand, sie hat mit den Jungs sehr, sehr gut interagiert. Ich mochte sie, aber ich liebe sie nicht. So, dann haben wir die Protagonistin aus Vincenzo. Ja. Sie ist mir noch ins Herz gewachsen, aber sie hat wirklich als Pain in the Ass angefangen und am Anfang habe ich mir echt gedacht, so, das ist der Love Interest. Die da kommt mit Vincenzo Cassano zusammen. Da läuft doch was falsch. Meine lieben Freunde, da läuft doch was falsch. Ja, also, wie gesagt,
es ist besser geworden. Aber es ist jetzt auch schon wieder Monate her, dass ich die Sendung geguckt habe. Wirklich sehr präsent habe ich sie nicht. Ich weiß noch, sie hat sich entwickelt. Sie ist von jemandem, der einfach nur Geld und Erfolg wollte, zu jemandem geworden, der wirklich Menschen helfen wollte, der mehr wie ihr Vater war. Und das ist eine gute Entwicklung, die ich hier... Ich rechne sie hier hoch an. Aber mehr kann ich ja nicht sagen. Platz 3 ist wieder The King Eternal Monarch. Ganz ehrlich, ich habe wenig Erinnerungen an sie. Sie ist hier hoch, also sie ist hoch in der Liste, weil ich noch weiß, dass ich viel mit, beziehungsweise ja doch, durch sie gelacht habe. Ich fand ihre Interaktion mit dem Protagonisten sehr, sehr funny. Sie war tough, sie hat für sich eingestanden, die konnte sich selbst beschützen. Ich mochte sie. Liebe ich sie? Aber ich mag sie. So, Platz 2 ist Gentleman Wolf. Tada. Von Hotel der Luna, weil erstmal ist sie wunderschön. Wunderschön, diese Frau. Gorgeous. Gorgeous. Ja, und außerdem fand ich sie einfach funny. Ko Chang Song wollte doch einfach nur leben. Und sie hat ihn beim besten Willen nicht gelassen. Die wollte immer ihr Ding durchziehen. Die hat immer das gemacht, was sie gerade wollte. Aber auch sie hat eine Entwicklung hinter sich gebracht. I love her. I love her a lot. Ja, und dann Platz 1 ist natürlich mein Spirit Animal, ne? Also, Ko Min Young. Tada! Die Protagonistin aus It's Okay Not To Be Okay. Ich liebe sie! Ich liebe sie! Ist sie meine beste Freundin? Wahrscheinlich. Also wirklich, in dem Moment, in dem wir sie kennenlernen, habe ich mir gedacht, ah, wir sind eins. Weil sie mag auch keine Kinder. Und sie ist aber Kinderbuchautorin. Und ich finde sie funny. Ich meine, sie hat viel Arbeit an sich, die sie noch verrichten muss. Wirklich eine Menge. Und oft weigert sie sich. Aber ich finde sie unfassbar funny. Ich fand sie super geschauspielert. Ich finde die Protagonistin super hübsch. Und ah, I love her. I really do. So, jetzt kommen wir zum Cast of Characters. Ja, jetzt zeige ich euch die, die Poster. Also nicht mehr richtige Charaktere. Okay, okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier relativ schnell durch, weil, Leute, was soll ich sagen? Platz 10, Once Upon a Time. It's a film. Ist halt ein Film, ne? Und die Charaktere konnten mit ihren Serien-Counterparts überhaupt nicht mithalten. Ich habe wirklich so gut wie keine Erinnerung mehr an diesen Film. Er war da. Was soll ich tun? Platz 9 ist My Country. Was relativ tief ist, weil ich habe die Bande vergessen gehabt, mit der wie durch die Gegend läuft. Und der einzige, an den ich mich halt noch aktiv erinnert hatte, war halt hier, Gorgeous. An sich ist das gut und ich kann nicht glauben, dass sie so tief sind in meiner Bewertung. Aber ich konnte es halt auch nicht anders machen. Naja, einen Punkt hätten sie schon noch gewinnen können. Egal, das Ranking steht jetzt. Wie gesagt, also ich mag eigentlich Gorgeous, auch wenn der wirklich der ist so anstrengend ist in der Sendung und er macht alles falsch. Ey. Ja, und ich mag die Bande, mit der wie durch die Gegend läuft. Aber die anderen, ich weiß es nicht, ne? Die Bösewichte und sowas und die, oh, ne, alles so unsympathisch und generell die Sendung, sie hat uns nicht wirklich in sich hineingesogen und ach, ne, ne. So, dann Platz 8 haben wir Abyss. Da sag ich auch schon in der Vorstellung zu, dass wir da Probleme mit den Charakteren hatten. Wir mochten, wie gesagt, den Protagonisten. Ja, und dann die Protagonistin mochten wir nicht. Dann gab es die Ex-Verlobte von dem Protagonisten, den wir auch, also wirklich, die hasse ich. Wir hatten Probleme mit den Bösewichten. Was die schauspielerische Leistung angeht, mochten wir die nicht so gerne. Ja, es gab ein paar sympathische Leute, die da rumgehangen haben, aber es waren wenig. Ja, und deswegen sind sie hier. Platz 7 ist wieder The Bride of Habeck. Ja, da war halt das Ding, also ich mag halt Bidom. Und ich mag Herr Shin meistens, aber Muda war eine absolute Katastrophe. Namsuri war ein Cutie, aber der hat mir halt auch einfach nichts gegeben. Die Freunde von der Protagonistin haben mir nichts gegeben. Der Vermieter war nervig. Ja, also, so, dann haben wir Hotel der Luna. Tut mir leid. Aber da habe ich mich den Charakteren auch nicht so nahe gefühlt. Also wie gesagt, ich mag das Pärchen, ich mag Ko Jung Song und... Jung-Man-Wong. Die beiden mag ich total gerne. Ich mag den Concierge weitestgehend. Und ich mag Yuna, glaube ich, hieß das Mädchen. Ja, aber ich weiß es nicht. Es waren gleichzeitig zu viele und zu wenig Charaktere. Sanchez mögen wir natürlich sehr. Ja, aber ich weiß es nicht. Alles in allem haben mir hier die Nebencharaktere nicht so viel gegeben wie die Protagonisten. So, dann haben wir auf Platz 5 Legend of White Snake. Tatsächlich mit die beste Bewertung, die diese nur gekriegt hat. Einfach weil ich halt das Second Pairing mochte, also die andere Schlange und den Jäger. Die beiden waren das Einzige, was gut war an der Sendung. Ja, und der Onkel von dem Protagonisten, der war auch... Der war der Typ. Aber alle anderen waren wirklich, wirklich schlimm. Schlimm für die Seele. Auch dieser Armitara, dieser Mensch, ganz schlimm. Und die Kindheitsfreundin,
Nee, die habe ich tatsächlich vergessen zu bewerten. Egal. Es steht jetzt, es steht. So, dann Platz 4 ist My Whole Love. Ja, da haben wir ja die Schwester von den Protagonisten. Da haben wir diesen einen Schleimi. Und wir haben Holo. Und Holo hat uns hier absolut gerettet, weil ich liebe Holo. Über alles. Ich liebe ihn. Ja, und die Schwester von den Protagonisten machen wir auch. Deswegen haben wir die relativ hoch eingestuft. Auch weil wir da weniger Charaktere hatten, die uns wirklich gestört haben. So, Platz 4 ist It's... Ach, Platz 3 ist It's Okay, Not to Be Okay. Warum eigentlich? Ja, am meisten halt wegen dem Bruder von den Protagonisten. Der war ein Cutie. Dann der Freund von den Protagonisten, der auch super lieb war. Der Chef von der Protagonistin, also der Publisher. Funny Typ. Das Mädchen, was mit dem die ganze Zeit unterwegs war, war super. Da gab es dann noch die Kindheitsfreundin, die ich überhaupt nicht mochte. Aber ich glaube, die ist okay in den meisten anderen Augen. Also ich hatte einfach nur eine Antipathie gegen die. Ja, aber an sich mochten wir die Nebencharaktere sehr. Und auch die Leute in der Kinshana Nervenheilanstalt, die waren auch gut. So, Platz 2 ist tatsächlich Vincenzo. Ja, ja, ich dachte, Vincenzo würde niedriger kommen, aber dann ist mir der kleine Böse eingefallen. Ich habe den einfach vergessen gehabt. Ich schäme mich. Und dann halt alle Hausbewohner. Und eigentlich liebe ich die Nebencharaktere von Vincenzo. Ich liebe sie. Die waren mir manchmal nur ein bisschen zu skurril. Ein bisschen wild waren sie unterwegs, ne? Und ich finde, man hätte sie so ein bisschen zurückschrauben können. Halt ein bisschen zurückschrauben. Aber hat die Sendung nicht gemacht. Dementsprechend Platz 2. Ich liebe die Nebencharaktere aber sehr. Wie gesagt, besonders der kleine Böse. Der Praktikant. Ja. Ah, aber die erwachsenen Anwälte mochte ich nicht so gerne. Also hier die eine mit der Brille. Und dann, nee, der Typ mit der Brille und sie mit den lockigen Haaren, die beiden mochte ich nicht. So, und dann Platz 1 ist tatsächlich The King Eternal Monarch, weil ich immer nur an Gorgeous denken musste. Gorgeous und Gorgeous in der anderen Welt und die Freundin von der Protagonistin war auch cool und ja, Maximus. Hm? Und der Kindheitsfreund, der mir dann auch voll ins Herz gewachsen ist. Ja, also, Nebencharaktere waren halt mega gut bei The King Eternal Monarch, vor allen Dingen, weil man da ja auch die schauspielerische Leistung mit einbeziehen muss und die war... Superb. Superb. Also kann ich nur empfehlen, die Sendung. So, jetzt die vorletzte Kategorie ist Villains. Ja, die Bösewichte, meine lieben Freunde. Ich werde euch, die Bösen einblenden. Ich lasse es mal sein. Ich blende euch hier mal gar nichts ein, sondern schreibe euch hier die Liste hin. Das ist meine Top 10. Tada. Und ich rede da nur ganz kurz drüber, ohne Bilder einzublenden, weil das Video jetzt auch schon wieder relativ lang ist. Ja, also wieder Legend of Whitesnake, Once Upon a Time, Bride of Habeck, relativ weit unten zu finden, sollte klar sein. Legend of Whitesnake hat nicht wirklich einen Bösewicht. Once Upon a Time ist wirklich... Ja, die Bösen da in dem Film sind wirklich für Müll. Für Müll verglichen mit der Sendung. Müll, Müll, Müll. Ja, und dann The Bride of Habeck hat nicht wirklich einen Bösewicht. Also es war höher als Once Upon a Time, aber... Konnte ich jetzt auch nicht höher bewerten. So, als nächstes haben wir My Whole Love, It's Okay Not to Be Okay und Hotel de Luna. My Whole Love, da waren wir sehr enttäuscht von dem Bösewicht, weil der halt so ein richtig lappriger alter Mann einfach. Der hat mir gar keine Angst gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das Ding gab. It's Okay Not to Be Okay, da waren wir auch enttäuscht von dem Bösewicht, weil wir nicht verstanden haben, wie es zu dieser Person kommen konnte. Also uns wurde etwas gesagt über diese Person und dann war das nicht mehr der Fall. Ja, also das hat uns gestört und deswegen... werde ich die Sendung bestrafen, es tut mir leid. So, und dann Hotel de Luna. Da gibt es ja auch nur Bösewichte, wenn man von damals spricht. Ja, und zum einen verstehe ich diese Person. Diese Person ist wunderschön. Ich finde den Schauspieler sehr schön. Aber ich hatte wirklich massiven Hass gegen diese Person. Und deswegen finden wir uns im Mittelbereich. Dann haben wir Abyss, was wir nur so hoch angesiedelt haben, weil die halt wirklich böse waren. Aber wir mochten sie nicht, was ihre schauspielerische Leistung angeht. Dann haben wir My Country auf Platz 3, weil die wirklich unfassbar böse und nervig und waren. Also die waren, wow. Und dazu zähle ich halt auch so ein bisschen Gorgeous, von daher macht Sinn, dass der so hoch ist. Dann haben wir The King. Eternal Mark. Wow. Der Böse hatte Charisma. Charisma. Und war ich auf seiner Seite? Nein, aber habe ich mich immer gefreut, wenn der in der Szene auftaucht. Ja, und deswegen sind wir hier. Ja, und dann Platz 1 ist Vincenzo. Ich sage euch nicht, wer der Bösewicht ist, weil er unter anderem ein Surprise-Villain ist. Aber er war mega. Vom Schauspielerischen her, mega. Dann haben wir den kleinen Bösen, der einfach vielleicht das Schönste ist, was mir hier unter die Augen gekommen ist. Dann haben wir die Anwältin, die ich wirklich über alles hasse. Also was Bösewichte angeht, ist Vincenzo auf jeden Fall gut dabei.
So, falls ich rot im Gesicht sein sollte, ich hatte gerade einen Hustenanfall. So, und damit sind wir auch schon bei der letzten Kategorie. Und zwar ist das wie immer die Overall Love Story. Ja, die ist zwar nicht immer das Wichtigste in der Sendung, also nicht in jeder Sendung geht es vorrangig um Liebe. Aber das sind die Gründe, warum wir die Sendung noch überhaupt erst gucken. Und dementsprechend wird das ja auch mit am wichtigsten bewertet. So, Platz 10. No one is surprised. Once upon a time. Wie gesagt, wir hatten nur 2 Stunden mit diesen Charakteren. Die Charaktere haben keinen Sinn gemacht und die Geschichte hat ebenfalls keinen Sinn gemacht. Wir konnten dadurch pflücken, weil wir die Sendung geguckt hatten. Also Eternal Love. Aber ohne wäre das hier wirklich ein Clusterfuck von Unsinn gewesen. Platz 9, My Country. Weil ich beim besten Willen nicht verstehe, wie die beiden, also die haben sich getroffen und sie wusste etwas über ihn. Und dann haben die sich jahrelang nicht gesehen und da war es Liebe. Und das war so, wann ist das entstanden? Und das war halt wirklich die loyalste Liebe. Die waren immer füreinander da, die konnten immer aufeinander zugehen und so. Und wir haben da echt immer gesessen und gesagt, was will die von dem? Was will der von ihr? Also, haben wir nicht gefühlt. So, Platz 8, Legend of White Snake. Ich habe selten eine Liebesgeschichte gesehen, die wirklich so langweilig war, dass selbst die Sendung sagt, okay, wir ignorieren die Liebesgeschichte jetzt für ein paar Folgen und kümmern uns um was anderes, weil ist ja unfassbar, wie materiallos das war. Das war ja, die sind viel zu schnell zusammengekommen und dann ging es um alles andere, nur nicht um die. Und dann, wenn es um die ging, war es wirklich lächerlich und langweilig und ne, keine gute Liebesgeschichte. So, Platz 7 ist The Bride of Habeck. Es war mir zu wenig. Es war mir einfach zu wenig. Ich weiß nicht, wann und wie diese Gefühle entstanden sind. Freut mich, dass sie da waren, aber es war zu wenig, Leute. Platz 6 ist Abyss. Ja, tatsächlich fühle ich mich, was Abyss und Bride of Habeck angeht, sehr ähnlich. Aber ich fand das Konzept von Abyss halt besser und deswegen habe ich das alles in allem öfters besser bewertet als Bride of Habeck. Naja, ja, die Liebesgeschichte, wenn es nur um den Protagonisten geht, wäre sie höher. Weil er liebt die Protagonistin, aber die Protagonistin, sie braucht mir zu lang. Sie braucht mir entschieden zu lange, um zu verstehen, dass die beiden zusammengehören. So, dann Platz 5, Vincenzo. Das ist das erste Mal, dass Vincenzo so schlecht bewertet wird. Aber das liegt einfach daran, dass ich mit der Protagonistin halt eben nicht so nah gekommen bin und dass ich das Gefühl hatte, dass die Liebesgeschichte ja wirklich überhaupt nicht von Wichtigkeit war. Und die kam auch erst relativ spät ins Spiel. Ja, deswegen, es hätte nicht besser bewertet werden können. Platz 4 war My Hollow Love, weil ich die Liebesgeschichte super süß fand, auch wenn die Protagonistin halt so oft geflipfloppt ist. Aber ja, ich liebe die Zeit, die sie mit Holo verbringt, ich liebe die Zeit, die sie mit dem Protagonisten verbringt. Ja, da ist echte Liebe und echtes drin und das liebe ich. So, Platz 3 ist It's Okay Not To Be Okay. An sich finde ich, ist das eine tolle Geschichte von wirklich zusammenkommen und zusammenfinden und so seine Gruppe finden. Mega! Aber die beiden sind halt doch schon wilde Menschen und die brauchen schon auch noch viel Arbeit an sich selbst, damit sie einander nicht Schlechtes tun. Und deswegen sind sie nur auf Platz 2. Platz 2 ist The King Eternal Monarch, als eine Liebesgeschichte ist, die sich über Jahre spannend, die man natürlich, müsst ihr dann selber gucken, ne? Also ich liebe es. I really do. Ja, und Platz 1 ist dann Hotel de Luna, schockierenderweise. Weil ich einfach finde, dass das schon an Schicksal grenzt, was dann mit den beiden passiert ist. Ich glaube, Chang Song hätte sein Leben nicht so führen können, wie er es dann tut, wenn er die Protagonistin nicht getroffen hätte. Und die Protagonistin wäre sehr, sehr viel länger einfach stehen geblieben in ihrem Leben, wenn sie ihn nicht getroffen hätte. Sie brauchte jemanden wie ihn, um endlich weiterzukommen, um sich zu entwickeln. Und ja, die waren einfach a puzzle piece. Die beiden waren perfekt voneinander, da machst du gar nichts. Ja, und nach dazu kommt er halt eben dieses tiefen Vertrauen, was Ko Chang Song für die Protagonistin hat. So, gehen wir jetzt nach den Punkten von all dem, was ich euch gerade mitgeteilt habe. Ist auf Platz 10, Once Upon a Time, mit nur 7 Punkten. Das ist sehr wenig. So, Platz 9 ist Legend of White Snake mit 13 Punkten. The Bride of Habeck auf Platz 8 mit 19 Punkten. My Country mit 20 Punkten auf Platz 7. Abyss auf Platz 6 mit 24 Punkten. My Hollow Love auf Platz 5, schockierend, mit 29 Punkten. It's Okay Not To Be Okay auf Platz 4 mit 38 Punkten. Hotel de Luna auf Platz 3 mit 39 Punkten. Vincenzo auf Platz 2 mit 42 Punkten. Und dann der nach Punkte Gewinner ist tatsächlich The King Eternal Monarch mit 44 Punkten. Das ist crazy. Meine richtige Reihenfolge ist nämlich, also weg mit den Punkten und wirklich nur nachdem ich die Sendung geguckt habe, wie ich sie einranken würde, ist Legend of White Snake, also auf Platz 10. Dann Once Upon a Time, dann My Country, dann The Bride of Habeck,
Abyss, The King Eternal Monarch, Hotel de Luna, My Hollow Love, Vincenzo und mein Favorite war It's Okay Not to Be Okay. So, was wir daraus lernen, ist tatsächlich, wie existenziell es ist, wie die Sendung tatsächlich aufgebaut ist und wie lange sie geht. Das sieht man daran, weil im ersten Ranking, also Season 1, da ist auch dabei rausgekommen, dass eine Sendung, die ich auf Platz 5 hatte eigentlich, nach meinem Seelenranking, war auf Platz 1. Das liegt daran, dass die einzelnen Komponenten der Sendung sind mega. Aber die Sendung hat sich über 60 Folgen gestreckt und dementsprechend war nicht alles so kompakt, wie es hätte sein können. Und dasselbe ist halt hier. Nach Punkten ist The King Eternal Monarch Platz 1, aber nach meinem Gefühl ist es Platz 5. Nicht, weil ich The King Eternal Monarch nicht super finde. Ich lieb's! Aber andere Sendungen haben in ihrer Zeit kompakter ausgedrückt, was sie wollten. Und sie hatten auch einen stärkeren Impact auf mich und auf meine Gefühlswelt. Zum Beispiel halt Vincenzo und It's Okay Not to Be Okay. Sie waren amazing. Und The King Eternal Monarch finde ich ebenfalls super und würde ich auch gern nochmal gucken. Und ich verstehe auch, warum es so hoch bewertet ist. Aber emotional hatte es nicht diesen Impact, wie es halt It's Okay Not to Be Okay es hatte. So, aber die einzelnen Komponenten waren vielleicht stärker bei The King Eternal Monarch. Ich hoffe, das macht Sinn. Das war's. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das so habt kommen sehen. Wie ist euer Ranking, falls ihr ein paar Sendungen davon geguckt habt? Ich wünsche euch das Beste. Schreibt mir alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Nächstes Mal geht es dann logischerweise mit Season 3 weiter. Wir gucken gerade eine Sendung. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier drehe, sind wir schon bei Folge 9. Also fast fertig. Wir lieben es. Wir lieben es, also sehr, sehr hohe Erwartungen an das Ende. Und ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Bye!